Yo Leute, ich bin jetzt extra für euch zu Aldi Rewe gefahren. Ich habe diese drei Takisorten geholt. Einmal die Fego oder wie sie auch heißen. Die Blue Head, die kennt ihr ja schon. Aber ich habe die halt vergessen, den Geschmack zu sagen und so. Und dann habe ich auch noch einmal diese Zombie Takis. Hinterher haben wir auch noch die Gönner die Sorten geholt. Die werden wir in einem anderen Video testen. Wenn wir auf dieses Video, wie gesagt, nur mal so, ich werde das Video, ich muss das halt machen, weil ich habe das heute halt versprochen. Ich weiß es nicht genau, bei wie vielen Abonnenten das war, aber ich glaube, das war bei 25. Also ich muss das noch machen. Ich verspreche es auch. Und auch mit dem Kohle-Experiment, das muss ich auch noch machen. Gut, wenn ich das Kohle-Experiment jetzt machen soll, dann schreibt jetzt mal alle Cola, Heste Cola in die Kommentare, dann mache ich es früher. Okay, also, wir fangen jetzt erstmal mit dem Kohle-Experiment an. Aussehen 9 von 10. Der Geschmack auch 9 von 10. Aussehen 10 von 10. Jetzt kommen wir zu den Fiego Takis. Ich habe die noch nicht probiert, also ich bin gespannt, wie die schmecken. Meine Zunge brennt jetzt auch schon mal. Das. So. Komm aus dem 9 von 10. Geschmack, genauso wie die Blue Head, aber halt in Rot. 9 von 10. Aber die sind halt noch ein bisschen schärfer. Verpackung aussehen. 10 von 10. Jetzt kommen wir zu den Blue Heads. Aussehen. 10 von 10. Zombies. Ja. Aussehen 10 von 10. Geschmack 5 von 10. Weißt du, an was mich das erinnert? Kennt ihr so Zitronensaft? Das erinnert mich irgendwie so voll daran. Also das waren die Geschmäcker und das Aussehen. Und wie gesagt, diese drei Takis waren wirklich richtig geil. Ich wollte sie euch zeigen. Die waren wirklich richtig geil. Ich wollte euch nur mal sagen, falls ihr euch gefragt habt, wie was dieser Packung ist, mein Bruder wird gleich auch noch ein Video machen, das werdet ihr auch noch sehen, wo ihr die testet. Also bis bald. Ciao.